Schön, dass ihr wieder bei meinem Reisetipp Japan Adventskalender dabei seid. Und zwar geht es heute um japanische Pop-Up-Stores. Was sind Pop-Up-Stores? Also das sind Läden, die immer nur für eine kurze Dauer da sind und danach einfach wieder verschwunden sind. Und die haben dann zum Beispiel Artikel von unterschiedlichen Themen im Angebot. Also immer zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel war ich in einem Hatsune Miku-Store. Der war, glaube ich, eher auf dieses Racing-Thema ausgelegt. Und da konnte man dann irgendwie Shirts, Kissen und andere Miku-Artikel finden. Dann war ich mal in einer Mall und dort gab es dann einen Pop-Up-Store zu Chin-Chan. Und der war wahrscheinlich gerade da, weil in Japan gerade ein neuer Film dazu in die Kinos gekommen ist. Und dann gab es da alles mögliche, Stifte, Plüschi, Sammelmappen und so. Und halt alles zum Thema Chin-Chan. In Shibuya gab es dann auch mal einen Ghibli-Pop-Up-Store. Da habe ich jetzt gar nichts gefunden. Das war auch relativ teuer, weil da ist halt immer der aktuellste Merch zum Beispiel zu kaufen. Die Pop-Up-Stores, die gehen halt auch nach Beliebtheit und deswegen gibt es da nicht unbedingt Schnäppchen, sondern man hat dann halt normale Preise eher. Es gibt aber auch noch, ich sag jetzt mal, Pop-Up-Cafés. Also manchmal ist das auch so, dass Restaurants nur für eine kurze Zeit dann existieren. Es gab zum Beispiel mal einen Hamtaro-Café. Da war ich persönlich jetzt leider nicht, aber ich habe Videos gesehen, wo dann richtig süß dekorierte Pancakes und andere Essenssachen es da gab. Und das hätte mir auf jeden Fall richtig gut gefallen und ich werde darauf Ausschau halten für den nächsten Urlaub. Also wenn ihr dann mal in Japan seid, dann haltet auf jeden Fall Augen offen nach Pop-Up-Stores. Vielleicht erinnert ihr euch dann an ein Video zurück und könnt es unten in die Kommentare schreiben. Und morgen sprechen wir über eine Sache, an die ich mich in Japan direkt gewöhnt habe und hier in Deutschland wirklich vermisse.